Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute reagieren wir auf ein Internetvideo von meinem Internetkanal. Heute reagieren wir auf drei Videos von meinem Internetkanal. Weil viele haben mir in die Kommentare geschrieben, reagieren wir wieder auf deinem Internetkanal wie früher. Hast du auch immer auf deinem Internetkanal reagiert? Und das mache ich jetzt immer noch. Heute reagieren wir auf. Das kommt in 7 Minuten online. Das schauen wir uns natürlich auch noch an. Wie verbindet man Hotspot mit unserem Hotspot? Willkommen wieder zu meinem neuen YouTube-Video. Heute geht es weiter um Telekom Hotspot und Wi-Fi. Ich habe mein Handy heute gestartet und wollte mich mit dem Hotspot verbinden. Und dann stand da: Bitte anmelde, bitte melde dich mit dem Telekom-Konto an. Nicht anmelden, sondern auf Akzeptieren drücken. Ja, und wir schauen uns das mal an, wie das ist. So, ich hole meine Kamera. Ich kann aber die Facecam jetzt ist. Die Kamera muss jetzt an sein. Nice. Okay. Ihr habt hier euer Handy. Euer Handy und wollte jetzt auch fragen, kann man ins Internet? Ja, du hast einen Telekom Hotspot. Ich bin gerade in die WLAN-Einstellung gegangen. Den Weg brauche ich euch nicht zeigen, das wisst ihr ja selbst. Hier sind verschiedene WLANs. Hier Telekom Free Wi-Fi und Telekom. Wir schauen uns das mal genau an. Wir haben einmal Free Wi-Fi und Hotspot. Da Vodafone, da Telekom Hotspot. Ich bin gespannt. Telekom Hotspot. Das gibt's nicht mehr. Ja, danke. Warum? Weil meine Mutter gesagt hat, weil das Blödsinn ist, weil es verwendet sich eh keiner. Also da hier steht: Willkommen beim Telekom Hotspot. Der Ersatz der Telekom. Viel Spaß. Sie können mit dem Hotspot das Handy und das Tablet nutzen. Und Laptop und PC selbst. Selbst diese Geräte mit dem Vodafone Free Wi-Fi Netz können Sie alle Geräte verbinden. Sogar Smart Home Geräte. Dieser Hotspot ist das schnelle Internet der Telekom. Zu nutzen? Viel Spaß mit dem Netz der Telekom. Das ist viel Spaß. Oh, warum sind meine Ohren so? Warum drückt das manchmal? Mit Telekom Free Wi-Fi, der Ersatz von Togo. WLAN Togo. Wir können das mal in Englisch machen. WLAN Togo gibt's nicht mehr. Außer die noch kein Update haben. Also ich kann jetzt nämlich auch den. Die gehen jetzt mal auf Akzeptieren. Da oben steht BMW. Und akzeptieren. Und wir sind drinne. Das sieht man hier oben. Wir haben jetzt Netz. Kann ich euch zeigen. Manchmal spielt ein WLAN kein rum. Achso, ich habe gerade ein volles WLAN. Aber nee. Ich kann euch das kurz zeigen hier. Als Information, ich wollte noch mal was sagen, am 16. Juli bin ich nicht zu Hause, da bin ich im Urlaub. Da fahren wir in den Urlaub, fahren wir nach Oberhofen in Thüringen. Ich weiß nicht, wie ich das schaffe mit YouTube-Videos aufnehmen, aber auf Instagram kommt dann ein Livestream für 5 Stunden, weil es dauert von Home bis jetzt. Also ich möchte jetzt immer eine Gigabyte verballern, weil in den Sommerferien wollen wir nach Oberhof und vielleicht nur noch Bademöglichkeiten, da haben wir sogar WLAN. Wenn wir da WLAN kriegen, dann kommt ein neues YouTube-Video online. Das ist nämlich das, also wie schnell ist das Internet im Hotel? Das machen wir natürlich einen Speedtest auf dem Kanal. Auf dem Kanal kommt vielleicht kein Reaction, vielleicht Vlogs und so. Vielleicht ein Rückblick. Ja, vielleicht ein Instagram-Rückblick, wie ich hier nach Hause gekommen bin. Und ja. Und viele haben mir auch in die Kommentare geschrieben, wenn du mal in Urlaub bist, mach mal Instagram, live mal YouTube. YouTube wird schlecht, weil wir nehmen mal unser Laptop mit. Wir nehmen fast das alles mit. Da gibt's iPads, iPods,
Tablet, also als Tablet nehme ich mit. Also was ich alles mitnehme, ist nämlich also mein Tablet zum YouTube-Video aufnehmen, mein Handy zum Vlog aufnehmen, mein Wecker. Und das war's eigentlich. Was ich, ein Ladekabel natürlich, was ich so Bademöglichkeiten der Woche, Unterhose mit für Baden. Ja, Badehose meinte ich. Also viele haben mir auch in den Kommentaren geschrieben, mach mal, ja, ich mache einen Vlog, aber Juli ist ja noch weit hin. Jetzt kommt erstmal der Juni und den müssen wir auch erstmal umkriegen. Und am 16. Juli fahren wir, bis zum 23. Juli, bleiben wir in Oberhof in Thüringen. Ich wollte gerade Teddy vermissen. Aber egal, da kann man vielleicht auch Teddy hören, vielleicht gibt es auch Radio. Weil da gibt es als Technik, ich kann es euch mal kurz zeigen. Meine Mutter hat mir nämlich so einen Link geschickt, wo man das buchen kann. Und das haben wir schon längst gebucht. Und Leute, ihr dürft keine Ahnung ändern. Wir fahren dahin, ob ihr wollt oder nicht. Ist auch mein Leben und nicht euers. So, ich zeige euch mal kurz das Hotel. Das ist nämlich in Oberhof. Da gibt es nämlich Bademöglichkeiten vielleicht. Da gibt es Bowlingbahn vielleicht. Ich weiß es nicht. Schön Hotelzimmer. Gutes Internet, Highspeed Data. Ich zeige euch das mal kurz. Ich kann es nämlich über Bluetooth. Ich kann es euch jetzt hier über Internet zeigen, weil ich wollte nur eine Information sagen. Das ist jetzt das ist nämlich Booking. Ich gucke mal nach Google. Weil viele haben mir in die Kommentare geschrieben, Vlogs auf, wenn du mal im Urlaub bist. Mach ich. Pinke Boot von Tochter. So. Ich bin ja kein Fan von irgendeiner Band. Ich guck mal, wie das heißt. Sonnenhang Oberhof heißt das. Sonnenhang Oberhof. Oberhof. Da ist das niedlich Hotel. Ich habe nämlich nur ein paar Screenshots. Bei Booking gibt es nämlich auch günstige Preise. Heute Abend. Weil ich will nämlich immer in Hotels übernachten, weil Hotels sind so schön. Das ist nämlich ein Hotel mit Ferienwohnung. Wir übernachten in einer Ferienwohnung. Das ist so ähnlich wie Hotel, also so ähnlich wie ein Blog jetzt neu gebaut, so. Weil viele haben mir auch in die Kommentare geschrieben. Ja, natürlich. Im Sonnenhang Oberhof. Und die gucken uns das mal. Halle, Sonnenhang Oberhof. Ist nämlich 5 Stunden von hier. Von Hagenow und Lübs. Weiß ich nicht. Hier gibt's Apartments, Grillmöglichkeiten und WLAN inklusive. Also WLAN kriegen wir da. Also wisst ihr schon mal, was wir da kriegen. Parkplatz inbegriffen. Andere Personen hat. Ich habe das im letzten Zimmer angesehen. Also wenn würden wir jetzt vom Juli, vom 16. Nee, nicht bis zum 17., sondern bis zum 23. Und dann fahren wir da natürlich 3 Zimmer und so. Check-in-Datum ist 16. und Check-out ist nächster Freitag um 23 Uhr, um 21. So, Kinder natürlich. Eins ich. Erwachsene 3. Checkout des Kindes. Ich werde jetzt hier nichts buchen, weil meine Mutter hat schon gebucht. Ich kann sie nicht buchen, ihr habt nämlich keinen Account bei Booking. Was haben wir? Wir buchen uns. Ich bin natürlich keine 0, ich bin 12, wenn ich mal sagen kann. Ja, ich bin 12. Ein Kind, ein Zimmer. 2 Zimmer haben wir gemacht. Verfügbarkeit prüfen. Da. Kostenfreie Flaggplätze, kostenfreies WLAN, also kriegen wir da WLAN. Grill,
Möglichkeiten. Und Familienzimmer, so. Ich, Oma, Mamas Freund und Mama selbst ist natürlich da alles. Da gibt es Saunas, Tischtennis, Skifahren, Skiaufbewahrung. Es gibt, man kann sogar Skifahren, aber es ist Sommer. Hier gibt es sogar. Ja, es ist deswegen gebucht. Ich kann mir das nicht angucken, das Sommer, glaube ich. Die Lage des Hotels ist sehr zentral. Mitten im Ort, das ist der Frühstück war gut. Bezug auf Corona und so. Wegen Corona, Christina. Schön. Renate, Sandra, Franz, Petra und. Doppelzimmer, Apartment ist das. Apartment heißt Wohnung auf Deutsch. So, ich guck mal, was hier mit WLAN. WLAN. Oh, die sind sogar im Teil. Mit, also das ist nämlich ein Schön. Hier kann man nämlich Schön. Thüringer Wintersportzentrum Oberhof. Rennsteiggarten Oberhof. Das dauert nämlich noch lange, bis wir da angekommen sind. Also Thüringen, Deutschland. Hier über E-Mail-Adresse und diese Unterkunft anmelden. Und das ist nämlich was, wo wir hinreisen. Gibt's WLAN? Also haben wir schon mal geguckt. Also bei Booking gibt's alles. Was ihr wollt, was ihr irgendwas, Luxus oder so. Weil da gibt's nämlich kostenfreies WLAN, kostenloses WLAN. Sieht eigentlich schön aus, das Ding. Das Ding oder das Teil. Das Ding. Also, das Haus sieht gar nicht schlecht aus. Aber wir werden da sehen, wie die Zimmer aussehen. Ich werde euch den hier jetzt nicht so viel spoilern, weil sonst wisst ihr ja, wie es aussieht und so. Wir gucken uns Bilder an und dann geht's weiter mit der Reaction. Ich wollte euch jetzt nicht so lange aufhalten mit den Reaction-Videos. Hier ein paar YouTube-Videos. So sieht's von außen aus. Das ist ein YouTube-Video. Hier Booking. Schon mal nicht schlecht. Aussicht ist bei den Bergen. Hier Parkplätze, das meinten die. Das ist nichts. So sieht's von innen aus. Wenn ich schlecht ein Besuchszimmer kriegen würden. Einen großen Flatscreen. Ist das ein Tablet? Ein Telefon liegt da. Router ist da nicht, weil das ist im Hotel verteilt. Die Schulibita. Hier auch noch ein Fernseher. Ist noch ein anderes Zimmer. Mit Küche drin. Da so sieht es in der Nacht aus. Wenn im Winter. Sieht nicht schlecht aus. So sieht es nochmal ohne Parkplätze aus, wenn die leer sind. Nämlich Corona. Hier nochmal. Da ist die Küche. Da Essplatz. Da die Couch. Da der Fernseher. Da gibt es WLAN. Ja, zwei Personen, die ich nicht zeigen darf. Jetzt darf ich verpixeln. So, hier ist das Hotel selbst. Da liegen welche in der Sauna. Da, so sieht es, so ist das Logo. Chalet, Sonnenhang, Oberhof. Das ist nämlich Sachsen. Und da sind wir von hier. Das ist eigentlich ein schönes Hotel. Das ist ein schönes Hotel, würde ich sagen. Mama hat es auch gesagt, oh, das ist so ein schönes Hotel, da würde ich heute schon hinreisen. Aber geht nicht wegen Schule und so. Ich werde nicht gar nicht mehr zur Schule gehen, aber ich muss Pflicht sein. Da sieht ja nicht schön aus. Sorry wegen Verschwommung oder. Aber glaube ich, halt hinzugefügt. Aber Parkplätze gibt es da auch. Chalet, Sonnenhang, Oberhof, Bewertungsfotos und Preisvergleich. Sieht schön aus. So ein kleiner Wintergarten. Der Chef. Hat Mama gesagt. Na, noch ein kleiner Kasten. Also, ist kein Flatscreen. Kann noch mal gucken. Das ist nochmal der Chef. Da ist hier, das ist nämlich ein Röhrenfernseher. Und das wollen wir nämlich nicht. Und da steht auch noch. Sauna, WLAN inklusive. WLAN ist wichtig mir. Also Hauptsache WLAN ist wichtig. Und dann war es das. Hier so wie in Dresden. Ja, in Dresden war es auch was so aus.
so altmodern, der sich jetzt nicht auf sowas, ist so wie eine kleine Renten, so eine kleine, ist wirklich ein Altenheim. Nicht ein Altenheim, sondern ist so ähnlich wie eine betreutes Wohnen. Da wie die Leute Frühstück essen, aber wir machen uns selbst Frühstück. Schöne Betten, schöner Fernseher, eine Heizung, natürlich. Aber ich möchte mal wissen, was das soll. Immer hier Fliese und dann ist Teppich. Da ist ein Fernseher von Samsung, glaube ich. So sieht es nochmal von außen aus. Ah, ein schöner Strandkorb. Sonnenberg, Oberhof. Oberhof ist nämlich eine Stadt. Was ist das für ein Dorf? Löffelbüllen. Gabelkopf. Wer heißt ein Berg? Das heißt Gabelkopf. Da, nochmal. Nochmal. Das ist von oben. Das sieht auch nicht schlecht aus. Überall gibt es Fernseher. Ja, ich habe einen Screenshot gemacht. Und das nehme ich nachher als Thumbnail. Des Videos. Also ist noch schon mal so. Oh, das sieht nicht schlecht aus. Das ist, glaube ich, der Brocken. Der Brocken ist im Harz. Er soll nicht so viel spoilern. Also, ihr werdet ja sehen, wie es aussieht. Also ab 10. Juli. In den ganzen Kanal geht es jetzt bis zum Juli. Geht es jetzt um Urlaub. Nein. Da geht es natürlich weiter mit euren Reactions. Natürlich geht es da weiter. Da werde ich dann auf der Couch sitzen. Werde ich mit euch ein bisschen quatschen. Reactions hochladen. Kleinen Vlog hochladen. Und auf dem Sessel. Da werde ich mich hinsetzen, wenn ich mal Lust habe auf YouTube-Videos gucken. Oder da werde ich mich mal hinlegen. Eine Schlafcouch. Ich glaube, wir werden dieses Zimmer kriegen. So sieht es in der Nacht aus. Sieht auch nicht schlecht, ist gruselig. Wir werden natürlich 3-Nacht-Challenges machen. Quatsch. Hier ist da Hessen, Sachsen-Anhalt. Da ist Oberhof. Da ist Bayern. Wir sind genau bei Bayern. Sohl. Also, das ist Thüringen. Bayern in der Nähe, oder doch? Wir können auch Bayern fahren. Aber kostet auch wieder ein paar Stunden. Vielleicht eine Stunde raus, kurz nach Bayern. Vielleicht können wir nach München fahren. Ein paar Luten besuchen. Ich weiß nicht, wo dann für Straßen München ist. Groß München, so wie Berlin, so ähnlich. Ah, so sieht also von unten aus. So sieht es nochmal in der Nacht aus. So ist nochmal Frühstück. Eine Eckbadewanne, die finde ich eh nicht schlecht. Chalet Sonnenhang, Oberhof, nochmal das Logo. In der Nacht auch schön. Hier nochmal schön Zimmer. Ist wie Luxus. Das ist eigentlich ein Luxushotel. Kann man so sagen. Das ist so wie so eine ganz normale Wohnung. Da ist Küche. Daneben ist gleich Schlafzimmer. Daneben ist Wohnzimmer, Badezimmer. Und dann haben wir gleich WLAN. Da ist kein Router in der Nähe, also habt keine Angst. Oh, wieder ein Screenshot. Nenne ich alles als Farbnetzchen. Schade, kann man 2 Farbnetzchen nicht nehmen. Also viele haben ja auch gerne da Booking.com. Das ist eigentlich nicht schlecht, was wir da haben. Bitte nicht ganz oben. Oben ist Dach. Und es ist, wir fliegen im Sommer. Wir fahren im Sommer dahin. So, wir fahren nämlich von meiner Oma aus oder von Hareno, ich weiß es nicht. Sonnenhang Oberhof. Von Hareno. Alles. Da war gerade jemand. So, Sonnenhang Oberhof. Bis. Da seht ihr. 4 Stunden. Stunden. Ups.
Reaction geht es nachher weiter. So, das war's mit dem Video. Ciao.